Eine Party schmeißen, ohne dass die Eltern davon erfahren? Das klingt unmöglich, aber wir werden es versuchen. Sich von seinen Eltern zu verabschieden, wenn sie auf eine Reise gehen, ist traurig. Ihr werdet mir fehlen, aber nicht lange. Eine Minute nach der Abreise kann die Planung der Party beginnen. Aber das Leben ist voller Überraschungen. Der Flug wurde gestrichen. Aber du hast bereits eine Menge Freunde eingeladen. Was wird also als nächstes passieren? Hier ist der erste Gast. Er ist ein Nerd. Er ist natürlich zum Studieren gekommen. Und die Eltern haben nichts dagegen. Sie beachten uns nicht. Das Zimmer des Sohnes ist beleuchtet und die Leute haben Spaß. Dann ist der Streber da mit seinem Buch. Aber es ist nicht nur ein Buch, da sind Snacks drin. Hier ist, wie du das selber machen kannst. Nimm ein Buch und eine Schere. Schneide die rechteckigen Löcher aus den Seiten. Und pack jetzt Pralinen hinein. Und jetzt schließen. Es ist geschafft. Köstlich. Aber die Person, die sich alles ausgedacht hat, hat nichts bekommen. Jetzt müssen wir einen anderen Freund reinschmuggeln. Meine Eltern sind am Lesen. Mach keinen Lärm. Ohne Musik können wir keine Party machen. Zündet sie an. Oh no. Psst, stopp. Meine Eltern werden das hören. Du kannst Musik nur über Kopfhörer spielen. Und jeder kann sich anhören, was er will. Die Arme. Sie hat keine Kopfhörer. Gut, dass ihr goldener Ritter zur Hilfe kommt. Das ist so romantisch. Ich glaube, das ist der Beginn von etwas Schönem. Und jetzt lass uns Spaß haben. Möchtet ihr Limbo spielen? Alle lieben das. Die Leute lassen sich alles Mögliche einfallen, um es zu schaffen. Wir brauchen ein paar bunte Blätter Pappe und eine Papierananas. Leg sie auf den Karton und schneide sie in verschiedenen Farben aus. Schreib Party mit einem Marker und mach diagonale Linien. Und die Ananasgirlande ist fertig. Jetzt nimm etwas Schnur und befestige die Ananas mit einer Wäscheklammer dran. Hey, wir haben einen Nachzügler. Er muss zur Strafe noch eine Runde Limbo machen. Ah! Epischer Fehlschlag. Aber echte Freunde helfen sich immer. Hier ein Kissen. Es sieht aus, als ob die friedliche Zeit der Eltern gefährdet ist. Es ist laut und die Decke beginnt zu bröckeln. Wir müssen nachsehen, was da los ist. Oh! Ihr spielt eine wilde Twister-Party. Verstanden. Da kommt jemand. Versteckt euch. Es ist toll, dass auf der Rückseite der Matte eine große Karte ist. Wir merken uns alle Hauptstädte der Welt. Keine große Sache. Und jetzt Schneckenrennen. Das ist so intensiv und aufregend. Um ehrlich zu sein, ist das keine sehr beliebte Sportart. Es sieht aus, als würden sie sich langweilen. Was wäre, wenn wir Darts direkt auf der Brust spielen? Wir haben ein spezielles T-Shirt für Sie. Schaut es euch an. Ist es zu verkaufen? Nun, wenn es nicht in einem Geschäft ist, hier kannst du es selber machen. Nimm eine Dartscheibe, schneide einen Kreis aus wie diesen und jetzt brauchst du nur noch das Stoffteil. Du brauchst ein einfaches T-Shirt. Leg es hin und kleb die Dartscheibe drauf. Jetzt können wir spielen. Manche Leute kapieren es einfach nicht. Wer wirft einen Zauberwürfel wie ein Pfeil? Nimm das. Wow. Auf Partys macht jeder gern sein eigenes Ding. Also beschloss dieser Künstler, Geleefarbe zu essen. Ist das erlaubt?
Du kannst es auch mit einem Bleistift versuchen. Das ist seltsam. Er schmeckt überhaupt nicht gut. Na sowas? Die Gelee-Farbe ist was ganz anderes. Nimm den Behälter mit Wasser, gefärbte Gelatine reinfüllen und mischen. Gieße alles im Plastikbecher mit Deckel. Jetzt muss nur noch das Etikett angebracht werden. Leg es in die Schachtel und fertig ist's. Außergewöhnlich. Viel Spaß mit deinen Experimenten mit Bleistiftaromen, Streber. Ich glaube, uns gehen langsam die Vorräte aus. Wir müssen Maßnahmen ergreifen. Rufen wir unsere Pfadfinderfreunde an und bitten sie, Waffelkekse zu liefern. Bestellung bestätigt. Kommt sofort. Und jetzt kommt der schwierigste Teil. Akzeptiert die Lieferung, ohne erwischt zu werden. Ich glaube, wir haben es geschafft. Was ist denn hier los? Oh, Waffel-Jenga. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn wir einen Block tauschen würden. Gegen einen echten. Mal sehen, was passiert, wenn wir den ungenießbaren Teil des Turms bekommen. Wer ist der glückliche Gewinner? Der Nerd natürlich. Oh nein. Zuerst der Bleistift und jetzt das. Ist er ein Biber oder was? Eine weitere Spieloption hinter dem Rücken der Eltern. Dieses Mal schmuggeln wir Wassermelonen rein. Ich komme nicht leise vorbei. Wir müssen einen anderen Weg finden. Die Eltern freuen sich über die Aufmerksamkeit des Sohnes. Und die Partygäste freuen sich über den Wassermelonenpunsch. Wollt ihr wissen, wie man den macht? Nehmt eine Wassermelone und schneidet den Deckel ab. Nehmt jetzt einen tiefen Behälter und schaufelt das Wassermelonenfleisch hinein, bis die Wassermelone leer ist. Nehmt einen Mixer, macht das Fruchtfleisch rein und alles wird püriert, bis es flüssig ist. Dann gießt ihr es wieder in die Wassermelone. Jetzt noch Tonic Water. Und mit der Schale bedecken. Der Punsch ist fertig. Genießt ihn. Es ist nie genug für jemanden da, wie immer. Aber das macht nichts. Wir haben Wasser und Eis. Lass uns was Interessantes machen. Wir nehmen herzförmige Eisform und legen Limetten mit Zitronenspalten und Minze in jedes. Jetzt Wasser reingießen und einfrieren. Jetzt können die schönen Eiswürfel in ein Glas Tonic Water gegeben werden. Dieses Getränk erregt definitiv eine Menge Aufmerksamkeit. Du bist der König der Party. Wir haben keine Limo mehr. Ich bin zu faul zum Aufstehen. Es ist einfacher mit einem Bewässerungssystem. Aus Strohhalm. Direkt ins Glas. Not ist die Mutter der Erfindungen. Party wird heiß. Schau nur die beiden auf der Tanzfläche. Also haben sie einen Preis verdient. Wir brauchen eine alte CD. Schneid es in Quadrate. Dann nimm Styroporkugeln und eine Heißklebepistole. Jetzt den Ball mit funkelnden Quadraten abdecken. Ihr habt eine Mini-Disco-Kugel. Nimmt einen Ohrringhaken und mach ein stilvolles Accessoire. Den Helm könnt ihr jetzt auch machen, oder? Sie sind wirklich Könige der Party. Oh, Papa hat ein Buch hingelegt. Könnte er... Aber nein, er hat nur eine Zeitung geholt. Schau, er schläft. Die nervigen Kinder nutzen die Gelegenheit, um einen Streich zu spielen. Während sie beschäftigt sind, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Hups! Nach dem Gesicht zu urteilen, haben die Eltern alles herausgefunden, dass die Party heimlich stattfand. Das ist das Ende und nicht nur für die Schnecken.
Habt ihr schon mal heimlich eine Party veranstaltet? Like dieses Video und abonniert den Kanal und vergesst nicht, die Glocke für neue Videos zu aktivieren.